Jetzt ist es an der Zeit, den heiligen Raum im Herzen wirklich zu erleben. Mach dich frei von allen Erwartungen. Spiele wie ein Kind mit den Möglichkeiten. Erinnere dich an die Worte Jesu, dass wir wie die Kinder werden müssen, um in das Himmelreich zu kommen. Diese CD bietet zwei Wege, um ins Herz zu gelangen, den männlichen und den weiblichen. Männlich und weiblich beschreibt dabei nur das Wesen dieser Wege in den heiligen Raum des Herzens. Probiere den einen Weg, und wenn er für dich nicht so gut funktioniert, probiere den anderen. Sei dir bewusst, dass du ein Kind Gottes bist. Du kennst diesen inneren Ort, an dem du mit Gott eins bist. Du kennst ihn seit Anbeginn der Zeit. Wenn du dich für einen der beiden Wege entschieden hast, spiele für den männlichen Weg den Track 2 der CD und für den weiblichen Weg den Track 3 ab. Und jetzt lass dich von der Meditation in dein Herz führen, zum Ursprung der Schöpfung. Bereite dich auf die Meditation vor, indem du das Telefon abschaltest und dafür sorgst, dass du ungestört bleibst. Setze eine Augenbinde auf, damit kein Licht in deine Augen fällt. Nimm dir ein Kissen, wenn du im Meditationssitz sitzen willst. Wenn du auf einem Stuhl meditierst, stelle beide Füße flach auf den Boden. Du solltest mit geradem Rücken und bequem sitzen. Beginne damit, entspannt rhythmisch zu atmen. Das Einatmen ist genauso lang wie das Ausatmen. Vergiss die äußere Welt, sie wird noch da sein, wenn du zurückkommst. Sieh oder spür innerlich einen Platz in der Natur, den du wunderschön findest. Es kann überall sein, am Meer, in der Wüste, in den Bergen. Nimm möglichst viele Details wahr. Wenn es zum Beispiel ein Ort in den Bergen ist, dann sieh auch die weißen Wolken am Himmel, die rauschenden Bäche. Rieche den Duft der Bäume und des Grases und lausche auf dem Gesang der Vögel. Öffne dein Herz und spüre, wie sehr du diesen Ort liebst. Lass deine Liebe sich auf die gesamte Natur erweitern. Spüre deine Liebe für Mutter Natur, das lebendige Bewusstsein der Erde. Sie ist deine Mutter und sie liebt dich über alle Maßen. Sie hat dir alles gegeben, was du hast. Selbst deinen Körper. Wenn du diese Liebe groß und stark in deinem Herzen spürst, gib sie in eine kleine Lichtkugel und schicke sie mit Hilfe deiner Absicht zum Mittelpunkt der Erde. Mutter Erde spürt deine Liebe. Jetzt warte einfach. Warte, bis Mutter Erde ihre Liebe zu dir zurückfließen lässt. Sie wird es auf jeden Fall tun, denn sie liebt dich, schon immer, schließlich bist du ihr Kind. Wenn du spürst, wie ihre Liebe zu dir zurückfließt, lass sie durch deinen ganzen Körper strömen, in all deine Zellen, in deinen Lichtkörper,
wo auch immer sie hin will. Spür einfach, wie die wunderbare Liebe der Mutter dein ganzes Sein erfüllt. Wenn für dich der richtige Zeitpunkt gekommen ist, halte diese Verbindung mit der Mutter aufrecht und wende gleichzeitig deine Aufmerksamkeit dem nächtlichen Sternenhimmel zu. Sieh die Milchstraße, die Planeten, den Mond. Spür die Tiefe des Kosmos und spür seine Schönheit in deinem Herzen. Öffne dein Herz für die Liebe, die du für den göttlichen Vater empfindest. Dein göttlicher Vater ist die gesamte Schöpfung außerhalb der Erde. Lass deine Liebe für den göttlichen Vater groß und stark werden und gib sie dann auch in eine kleine Kugel. Schick diese Kugel mit Hilfe deiner Aufmerksamkeit zur Sonne oder zu den Gitternetzen um die Erde, falls sie dir bekannt sind. So oder so erreicht deine Liebe auf diesem Weg den göttlichen Vater und er spürt deine Liebe. Und dann wartest du. Du wartest, bis die Liebe deines Vaters in deinen Körper zurückfließt. Und sie wird es tun. Denn dein Vater hat dich immer geliebt und wird dich immer lieben. Du bist sein Sohn oder seine Tochter. Für dich hat er das Universum erschaffen, auch wenn du das vielleicht nicht verstehst. Wenn die Liebe deines Vaters in deinen Körper strömt, lass sie überall hinfließen, wo sie will. In deine Zellen, in deinen Lichtkörper, in dein ganzes Sein. In diesem Augenblick lebst du die heilige Dreifaltigkeit, denn du bist in einem heiligen Dreieck der Liebe. Deine göttliche Mutter und dein göttlicher Vater lieben einander und sie lieben dich, ihr göttliches Kind. Dieses Dreieck ist die heilige Öffnung, durch welche hindurch wir den großen Geist oder Gott wahrnehmen können. In diesem Zustand erkennen wir, dass alles vollkommen ist. Jetzt beginnt die Reise in den Körper. Dies ist der männliche Weg ins Herz. Sieh oder spür, wie du deinen Kopf verlässt und dich nach unten in dein Halschakra begibst. Verweile dort einen Augenblick lang und spüre deinen weichen Hals überall um dich herum. Jetzt wende dich nach unten und bewege dich auf dein Herz zu. Wenn du dein Herz vor dir sehen oder spüren kannst, dann spüre oder sieh dein Torusfeld überall um dich herum. Begib dich über die Oberseite des kleinen Torusfeldes, welches das Herz umgibt, und schau hinab in die Vortex, den Trichter, der ins Zentrum führt. Spür, in welche Richtung er sich dreht, und lass deinen Geist auf die Oberfläche dieser Vortex sinken, so wie ein Blatt auf einem Fluss niedersinkt. Lass dich von dem Fluss ergreifen. Du drehst dich und drehst dich, immer schneller näherst du dich der Mitte. Du drehst dich und wenn du die Mitte erreichst, wirst du in sie hineingesogen wie Wasser in einem Abflussrohr. Lass dich einfach fallen. Die Bewegung bringt dich an einen stillen Ort. Es ist still, wie im Auge eines Wirbelsturms. Keinerlei Bewegung. Du bist jetzt in den heiligen Raum deines Herzens. Meistens ist er dunkel und warm. Als erstes bittest du um Licht. Dieses Licht kann auf unterschiedliche Weise entstehen. Schnell oder allmählich, als sanftes Leuchten oder gleißend hell.
weiß, golden oder in exotischen Farben. Wenn kein Licht entsteht, sorge dich nicht, das kommt schon noch. Egal, ob du dich jetzt in Dunkelheit oder Licht befindest, spüre als nächstes die tönende Schwingung, die dich umgibt. Sie ist überall und in allem, selbst in der Luft um dich herum. Lausche eine Weile dieser Schwingung und fange dann an, sie mit deiner Stimme so gut es geht zu imitieren, zum Beispiel durch Summen. Es ist wichtig, dass du dich an diese Schwingung erinnerst, denn mit ihrer Hilfe kannst du das nächste Mal deinen Weg finden, wenn du hierher zurückkehren möchtest. Aber sie kann dir auch auf andere Weise nützlich sein, wie du bald merken wirst. Lass diesen Klang weiter ertönen und erforsche deine Umgebung. Entdecke, was da noch ist. Vielleicht gibt es Schriften auf den Wänden, Hieroglyphen oder Bilder, deren Bedeutung du vielleicht noch nicht erkennst. Mit der Zeit wirst du sie verstehen. Vielleicht gibt es dort auch Kristalle, in denen das Wissen deiner Vergangenheit gespeichert ist. Vielleicht siehst du Lichtfelder, die dein Wissen enthalten. Irgendwo in diesem Ort verborgen ist der Grund, weshalb du vor langer Zeit hier zur Erde gekommen bist. Der Grund, weshalb du hier lebst. Wenn du zum ersten Mal in diesen heiligen Raum gegangen bist, erforsche ihn jetzt einfach und sei mit Gott. Wenn du zum zweiten Mal hier bist, lass dich von deiner Intuition zu dem kleinen besonderen Ort in deinem Heiligtum führen. Niemand außer dir weiß, wie dieser besondere Ort für dich aussieht. Wenn du ihn gefunden hast, begib dich hinein. Hier tönt die Grundschwingung meistens um eine Oktave höher. Du wirst ihn erkennen. Dieser kleine Ort ist das Allerheiligste. Hier findest du Gott. Wie Gott sich für dich manifestiert, ist ganz Gott überlassen. Vielleicht erfährst du seine Gegenwart auch nicht dieses, sondern ein anderes Mal. Aus diesem kleinen Ort heraus ist alles möglich. Von hier aus können sich deine Träume in der äußeren Welt verwirklichen. Jetzt ist es Zeit für dich, hier mit Gott allein zu sein. Wenn für dich der richtige Zeitpunkt gekommen ist, kehre zuerst in dein Halschakra und dann in deinen Kopf zurück. In den heiligen Raum des Herzens ist Liebe das Licht.
Beginne damit, entspannt rhythmisch zu atmen. Das Einatmen ist genauso lang wie das Ausatmen. Vergiss die äußere Welt. Sie wird noch da sein, wenn du zurückkommst. Sieh oder spür innerlich einen Platz in der Natur, den du wunderschön findest. Es kann überall sein, am Meer, in der Wüste, in den Bergen. Nimm möglichst viele Details wahr. Wenn es zum Beispiel ein Ort in den Bergen ist, dann sieh auch die weißen Wolken am Himmel, die rauschenden Bäche. Rieche den Duft der Bäume und des Grases und lausche auf den Gesang der Vögel. Öffne dein Herz und spüre, wie sehr du diesen Ort liebst. Lass deine Liebe sich auf die gesamte Natur erweitern. Spüre deine Liebe für Mutter Natur, das lebendige Bewusstsein der Erde. Sie ist deine Mutter und sie liebt dich über alle Maßen. Sie hat dir alles gegeben, was du hast, selbst deinen Körper. Wenn du diese Liebe groß und stark in deinem Herzen spürst, gib sie in eine kleine Lichtkugel und schicke sie mit Hilfe deiner Absicht zum Mittelpunkt der Erde. Mutter Erde spürt deine Liebe. Jetzt warte einfach. Warte, bis Mutter Erde ihre Liebe zu dir zurückfließen lässt. Sie wird es auf jeden Fall tun, denn sie liebt dich. Schon immer. Schließlich bist du ihr Kind. Wenn du spürst, wie ihre Liebe zu dir zurückfließt, lass sie durch deinen ganzen Körper strömen, in all deine Zellen, in deinen Lichtkörper, wo auch immer sie hin will. Spür einfach, wie die wunderbare Liebe der Mutter dein ganzes Sein erfüllt. Wenn für dich der richtige Zeitpunkt gekommen ist, halte diese Verbindung mit der Mutter aufrecht und wende gleichzeitig deine Aufmerksamkeit dem nächtlichen Sternenhimmel zu. Sieh die Milchstraße, die Planeten, den Mond. Spür die Tiefe des Kosmos und spür seine Schönheit in deinem Herzen. Öffne dein Herz für die Liebe, die du für den göttlichen Vater empfindest. Dein göttlicher Vater ist die gesamte Schöpfung außerhalb der Erde. Lass deine Liebe für den göttlichen Vater groß und stark werden und gib sie dann auch in eine kleine Kugel. Schick diese Kugel mit Hilfe deiner Aufmerksamkeit zur Sonne oder zu den Gitternetzen um die Erde, falls sie dir bekannt sind. So oder so erreicht deine Liebe auf diesem Weg den göttlichen Vater und er spürt deine Liebe. Und dann wartest du. Du wartest, bis die Liebe deines Vaters in deinen Körper zurückfließt. Und sie wird es tun. Denn dein Vater hat dich immer geliebt und wird dich immer lieben. Du bist sein Sohn oder seine Tochter. Für dich hat er das Universum erschaffen, auch wenn du das vielleicht nicht verstehst. Wenn die Liebe deines Vaters in deinen Körper strömt, lass sie überall hinfließen, wo sie will, in deine Zellen, in deinen Lichtkörper, in dein ganzes Sein. In diesem Augenblick lebst du die heilige Dreifaltigkeit, denn du bist in einem heiligen Dreieck der Liebe.
Deine göttliche Mutter und dein göttlicher Vater lieben einander und sie lieben dich, ihr göttliches Kind. Dieses Dreieck ist die heilige Öffnung, durch welche hindurch wir den großen Geist oder Gott wahrnehmen können. In diesem Zustand erkennen wir, dass alles vollkommen ist. Jetzt beginnt die Reise in den Körper. Dies ist der weibliche Weg. Sieh oder spüre, wie du deinen Kopf verlässt und dich in dein Halschakra begibst. Verweile hier ein wenig und spüre deinen weichen Hals überall um dich herum. Dann wende dich nach unten und beweg dich auf dein Herz zu. Wenn du dein Herz vor dir spürst oder siehst, bewege dich vorwärts durch die Membran des Herzens hindurch in dein Herz hinein. Jetzt vertrau einfach und lass dich von deinem weiblichen intuitiven Wissen führen. Beweg dich mit Hilfe deiner Intuition direkt in den heiligen Raum deines Herzens hinein. Gleich wird deine Bewegung zur Ruhe kommen und alles wird sehr still sein. Jetzt bist du da. Du bist in dem heiligen Raum deines Herzens. So leicht ist das. Meistens ist es dort dunkel und warm. Als erstes bittest du um Licht. Dieses Licht kann auf unterschiedliche Weise entstehen, schnell oder allmählich, als sanftes Leuchten oder gleißend hell, weiß, golden oder in exotischen Farben. Wenn kein Licht entsteht, sorge dich nicht, das kommt schon noch. Egal, ob du dich jetzt in Dunkelheit oder Licht befindest, spüre als nächstes die tönende Schwingung, die dich umgibt. Sie ist überall und in allem, selbst in der Luft um dich herum. Lausche eine Weile dieser Schwingung und fange dann an, sie mit deiner Stimme so gut es geht zu imitieren, zum Beispiel durch Summen. Es ist wichtig, dass du dich an diese Schwingung erinnerst, denn mit ihrer Hilfe kannst du das nächste Mal deinen Weg finden, wenn du hierher zurückkehren möchtest. Aber sie kann dir auch auf andere Weise nützlich sein, wie du bald merken wirst. Lass diesen Klang weiter ertönen und erforsche deine Umgebung. Entdecke, was da noch ist. Vielleicht gibt es Schriften auf den Wänden, Hieroglyphen oder Bilder, deren Bedeutung du vielleicht noch nicht erkennst. Mit der Zeit wirst du sie verstehen.
Vielleicht gibt es dort auch Kristalle, in denen das Wissen deiner Vergangenheit gespeichert ist. Vielleicht siehst du Lichtfelder, die dein Wissen enthalten. Irgendwo in diesem Ort verborgen ist der Grund, weshalb du vor langer Zeit hier zur Erde gekommen bist. Der Grund, weshalb du hier lebst. Wenn du zum ersten Mal in diesen heiligen Raum gegangen bist, erforsche ihn jetzt einfach und sei mit Gott. Wenn du zum zweiten Mal hier bist, lass dich von deiner Intuition zu dem kleinen besonderen Ort in deinem Heiligtum führen. Niemand außer dir weiß, wie dieser besondere Ort für dich aussieht. Wenn du ihn gefunden hast, begib dich hinein. Hier tönt die Grundschwingung meistens um eine Oktave höher. Du wirst ihn erkennen. Dieser kleine Ort ist das Allerheiligste. Hier findest du Gott. Wie Gott sich für dich manifestiert, ist ganz Gott überlassen. Vielleicht erfährst du seine Gegenwart auch nicht dieses, sondern ein anderes Mal. Aus diesem kleinen Ort heraus ist alles möglich. Von hier aus können sich deine Träume in der äußeren Welt verwirklichen. Jetzt ist es Zeit für dich, hier mit Gott allein zu sein. Wenn für dich der richtige Zeitpunkt gekommen ist, kehre zuerst in dein Halschakra und dann in deinen Kopf zurück. In den heiligen Raum des Herzens ist Liebe das Licht.
Prepare a place to meditate. Turn off all phones and let people know they are near your space not to bother you. Put on your mask and adjust it so no light is seen. Be sure and use a pillow if you are sitting cross-legged. If you are in a chair, sit with your feet flat on the ground. Straighten your back and get comfortable. If you have to cough or clear your throat, do it now. Begin to breathe rhythmically, the same length of time in as out. Forget the outside world. It will be there when you return. Begin by seeing or sensing a place in nature that you see as beautiful. It could be by the ocean, the desert, or in the mountains. If it's in the mountains, for example, see the beautiful white billowing clouds, trees, birds in the air, river flowing by. Smell the air. Let your heart open and feel the love you have for this place. Let your love grow to feel love for all of nature. And then let your love grow so that you can feel love for Mother Nature herself, the living spirit of the earth. She is your mother, and she loves you so much. She has given you everything you have, even your body. When you feel this love strong in your heart, take this love and place it in a small sphere, and with your intention, send it down to the center of the earth, where Mother Earth can feel your love. And then you wait. You wait until Mother sends her love back to you. And she always will. She has loved you forever, for you are her child. When you feel her love return to you, let this love move throughout your body, into all your cells, into your light bodies, wherever it wants to go. And simply feel the beautiful love of your mother filling your being. When the time feels right, and without breaking this connection of love with your mother, turn your attention to a night sky. See the Milky Way and the planets and the moon. Feel the depth of space. And feel in your heart the beauty of the stars, and open your heart to the love you feel for your Divine Father. Your Divine Father is all of creation other than the earth. And when this love you have for the Divine Father grows strong, place this love in a little sphere, and with your intention, send it to the sun or to the grids if you understand them. Either way, it reaches the Divine Father and he feels your love. And then you wait. Again, you wait until you feel your Father's love come into your body. It always will. Your Father has always loved you and he always will, no matter what. You are his son or daughter. You are the one that he created the universe for, even though you probably don't understand. When your Father's love enters your body, let it move anywhere it wants, into your cells and into your light bodies. Let it enter all that you are.
At this moment, you are living the Holy Trinity, for you are in a holy triangle of love. Your Divine Mother and Divine Father are in love with each other and with you, their Divine Child. This triangle is the sacred opening to pass through to be aware of Great Spirit or God. Within this triangle of love, simply open yourself to the presence of God and know that all is perfect. Journey in the body begins. This is the male way into the heart. See or feel yourself leave your head and travel down to your throat chakra. And wait there for a moment and feel the soft throat all around you. Now turn and move toward your heart. When you can see, sense, or feel the heart in front of you, then see or sense the toroidal field all around you. Move upward until you can see or sense the top of this smaller torus. Look down on this torus. Become sensitive to see or sense which way your torus is rotating, either left or right. And then let your spirit rest on top of this field, like a leaf on a moving river, and let yourself be taken by this vortex. As you move around and around in this vortex, you begin to move faster as you approach the center, still moving around and around. As you reach the center, you will feel yourself begin to fall into the center of the vortex, like water going down the drain. Just let yourself fall. In a moment or two, you will find yourself in a very still place, like being in the eye of a hurricane. There is no movement. You now are there in your sacred space of your heart. It is usually dark and warm. The first thing you do is ask for there to be light. This light may come in different ways, sometimes quickly, sometimes like a dimmer switch, slowly coming on, sometimes very softly, sometimes very bright with exotic colors. If the light does not come, don't worry, it will eventually. Whether you are in darkness or light at this time, become aware of the vibration that is everywhere. It is in everything, even in the space around you. Listen to it for a moment, and then begin to use your voice to hum or duplicate the sound the best you can. It's very important that you remember this vibration, for you can use this vibration to find your way back the next time you wish to return. But it will have other uses, as you will soon see.
While softly making this sound or vibration, begin to explore. Look around and discover what is there. There may be writing, hieroglyphs, or picture graphs on the walls. If you don't know what they mean, you will. There may be crystals around you, which hold the knowledge of your past. There may be fields of light that hold your knowledge. Hidden in this space is your reason for coming to Earth long ago. Your purpose for being alive here. If this is your first time into this space, just explore now and be alone with God in your sacred space. When the time is right, return to your throat chakra and then back to your head. If this is your second time into this space, then let your intuition lead you to the tiny place within your sacred space. No one knows what this small place will look like but you. When you find it, and when you step inside of it, the vibration usually goes up to another octave. You will know. This tiny place is the Holy of Holies. In this place you will find God, but how God will manifest to you is up to God alone. And it may not be at this time, but another, when God lets you experience His presence. From within this tiny space, all things are possible in the outer world, and from here, your dreams can become real. Now it is time for you to be alone with God in your sacred space. When the time is right, return to your throat chakra and then back to your head. In the sacred space of your heart, love is the light.
prepare a place to meditate. Turn off all phones and let people know if they are near your space, not to bother you. Put on your mask and adjust it so no light is seen. Be sure and use a pillow if you are sitting cross-legged. If you are in a chair, sit with your feet flat on the ground. Straighten your back and get comfortable. If you have to cough or clear your throat, do it now. Begin to breathe rhythmically, the same length of time in as out. Forget the outside world. It will be there when you return. Begin by seeing or sensing a place in nature that you see as beautiful and you love. It could be by the ocean, the desert, or in the mountains. If it is in the mountains, for example, see the beautiful white billowing clouds, the trees, the birds in the air, the river flowing by. Smell the air. Let your heart open and feel the love you have for this place. Let your love grow to feel love for all of nature. And then let your love grow so that you feel love for Mother Nature, the living spirit of the earth. She is your mother, and she loves you so much. She has given you everything you have, even your body. When you feel this love strong in your heart, take this love and place it in a small sphere, and with your intention, send it down to the center of the earth, where Mother Earth can feel your love. And then you wait. You wait until Mother sends her love back to you, and she always will. She has loved you forever, for you are her child. When you feel her love return to you, let this love move throughout your body, into all of your cells, and into your light body, wherever it wants to go. And simply feel the beautiful love of your mother filling your being. When the time feels right, and without breaking this connection of love with your mother, turn your attention to a night sky. See the Milky Way and the planets and the moon. Feel the depth of space, and feel in your heart the beauty of the stars, and open your heart to the love you feel for your Divine Father. Your Divine Father is all of creation other than the earth. And when this love you have for your Divine Father grows strong, place this love in a little sphere. And with your intention, send it to the sun, or to the grids if you understand them. Either way, it reaches the Divine Father, and he feels your love. And then you wait. Again, you wait until you feel your Father's love come into your body. It always will. Your Father has always loved you, and he does now, no matter what. You are his son or daughter. You are the one that he created this universe for, even though you probably don't understand. When your Father's love enters your body, let it move anywhere it wants,
into your cells and into your light bodies. Let it enter all that you are. At this moment, you are living the Holy Trinity, for you are in a holy triangle of love. Your Divine Mother and Divine Father are in love with each other and with you, their Divine Child. This triangle is the sacred opening to pass through to be aware of Great Spirit or God. Within this triangle of love, simply open yourself to the presence of God and know that all is whole, complete, and perfect. Journey in the body begins. This is the female way in. See or feel yourself leave your head and travel down to your throat chakra. Wait there for a moment and feel the soft throat all around you. Now turn and move toward your heart. When you can see, sense, or feel the heart in front of you, continue on and pass through the membrane of your heart. Once inside, simply trust yourself and let your female knowing take over. Allow your intuition to guide you. Begin to move, knowing that your intuition will take you directly to the sacred space in your heart. In a moment or two, your movements stop, and you will find yourself in a very still place. You're there. You are now in the sacred space of the heart. It's so easy. It is usually dark and warm. The first thing you do is ask for there to be light. This light may come in different ways, sometimes quickly, sometimes like a dimmer switch slowly coming on, sometimes very softly, sometimes very bright with exotic colors. If the light does not come, don't worry, it will eventually. Whether you are in darkness or light at this time, become aware of the vibration that is everywhere. It is in everything, even in the space around you. Listen to it for a moment. And then begin to use your voice to hum or duplicate the sound the best you can. It is very important that you remember this vibration, for you can use this vibration to find your way back the next time you wish to return. But it will have other uses, as you will soon see. While softly making this sound or vibration, begin to explore.
look around and discover what is there. There may be writing, hieroglyphs, or pictographs on the walls. If you don't know what they mean, you will. There may be crystals around which holds the knowledge of your past. There may be fields of light that hold your knowledge, records, and wisdom. It's different for everyone. Hidden in this space is your reason for coming to Earth long ago, your purpose for being. If this is your first time into this space, just explore and be alone with God in your sacred space. When the time is right, return to your throat chakra and then back to your head. If this is your second time into this space, then let your intuition lead you to the tiny place within your sacred space. No one knows what this small space will look like but you. When you find it, and when you step inside of it, the vibration usually goes up to another octave. You will know. This tiny place is the Holy of Holies. In this place, you will find God, but how God will manifest to you is up to God alone. And it may not be at this time, but another, when God lets you experience its presence. From within this tiny space, all things are possible in the outer world. And from here, your dreams can become real. Now it is time for you to be alone with God in your sacred space in your heart. When the time is right, return to your throat chakra and then back to your head. In the sacred space of your heart, love is the light.